Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur heutigen Ausgabe der Arbelounge. Ich freue mich, dass wir heute wieder einen Gast haben und zwar die neu gewählte Bezirksvorsteherin im letzten Jahr, der Brigitte Nau, Christine Dubowatz-Wiedholm. Herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass du hier bist. Du warst ja vor kurzem erst bei uns und hast Krapfen mitgebracht. Richtig, ja, mit dem Wirtschaftsverband. Das war auf jeden Fall eine coole Aktion. Ja. Wie ist danach weitergegangen? Quer durch die Brigittenau für mich und für den Wirtschaftsverband natürlich quer durch Wien. Na, das war auf jeden Fall sehr nett und da haben wir natürlich die Gelegenheit genutzt, um uns gleich einen Folgetermin auszumachen und ein bisschen intensiver uns zu unterhalten. Wir freuen uns auf jeden Fall auf das Gespräch und alles dazu hören Sie in dieser Stunde. Herzlich willkommen zurück zur heutigen Ausgabe der Arbelounge. Heute zu Gast Christine Dubowatz-Wiedholm, die Bezirksvorsteherin der Brigitte Nau. Und du wurdest ja einstimmig zur Bezirksvorsteherin gewählt. Was bedeutet das für dich persönlich? Das ist natürlich ein riesengroßer Vertrauensvorschuss, aber nicht nur das. Ich war ja auch 5 Jahre die Stellvertreterin meines Vorgängers und konnte da schon mit den Bezirksräten und den einzelnen Parteien zusammenarbeiten und ist auch eine Bestätigung dafür, dass das Zusammenarbeiten mit mir auch wertgeschätzt wird. Ja, das hat sich dann natürlich auch in der Abstimmung gezeigt, denke ich mal. So ist es, ja. Dass sie schon wussten, was sie erwartet. Ja. Ja, das freut einen natürlich, nehme ich mal an. Total. Aber natürlich ist es auch so, dass du die erste Frau im Amt bist. Ist das für dich in besonderer Weise eine besondere Aufgabe oder was empfindest du dabei? Ich denke, Bezirksvorsteherin zu sein, egal ob Mann oder Frau, ist eine besondere Aufgabe. Natürlich macht es mich stolz, dass ich die erste Frau bin. Aber ansonsten soll es keinen Unterschied machen, ob man Frau oder Mann ist. Also so in meiner idealen Welt wird man einfach an der Arbeit gemessen und an den Zeichen, die man setzt und an den Taten, die man umsetzt. Wie sieht es denn da bei euch im Amtshaus aus? Wie ist da die Verteilung? Bunt gemischt. Also tatsächlich viele Frauen, egal ob jetzt in Führungspositionen oder in normalen Bürojobs, auch in der Bezirksvertretung, sehr viele Frauen auch in Clubvorsitzendenrollen oder eben als Bezirksrätinnen. Auch die Kommissionen sind aufgeteilt zwischen Männer, Frauen. Ich könnte jetzt nicht einmal die Zahlen sagen, weil es, wie schon eingangs gesagt, es zählt die Person und nicht das Geschlecht. Das ist auf jeden Fall gut gesagt. Was jetzt genau die Pläne von dir sind als neue Bezirksvorsteherin, darüber sprechen wir gleich. Die Pläne, Ziele und Anliegen der Bezirksvorsteherin der Brigitte Nau, die stehen sicherlich im Fokus der Anrainer und Anrainerinnen in dem Bezirk. Kannst du uns da ein bisschen einen näheren Einblick geben, was du da so geplant hast? Also natürlich weiterhin an der Gestaltung der Brigitte Nau zu arbeiten, also des öffentlichen Raums, aber auch am Zusammenleben mitzuwirken, diverse Institutionen zu stärken und zu vernetzen. Aber tatsächlich legen nicht nur meine Pläne und Vorstellungen im Fokus, sondern auch die der Bürgerinnen und Bürger aus der Brigittenau. Also ich schaue auch, dass ich wirklich viele Sprechstunden mache, dass ich mit vielen Menschen ins Gespräch komme. Ich wollte gerade fragen, wie das genau funktioniert. Also kann man dann wirklich dich auch antreffen? Ja, natürlich. Also man kann jederzeit anrufen und sich einen Termin geben lassen. Jetzt ist es gerade ein bisschen eng, aber das wird wieder ein bisschen lockerer. Man kann E-Mails schreiben. Man kann mich aber auch so einfach anreden. Auf der Straße passiert es mir öfters, dass Menschen zu mir kommen und fragen, ob sie mich ansprechen dürfen. Ja, natürlich. Dazu bin ich da und manchmal ist halt nur eine Minute Zeit, aber selbst da kann man ja ein Anliegen ja, oder einen Wunsch vorbringen. Ja, man muss die Chance einfach mal nützen, wenn einem was auf der Seele brennt. Genau. Das stimmt. Gibt es irgendwas, das man dezidiert anders machen wollen wird als der Vorgänger zum Beispiel oder wie es bisher gelaufen ist? Anders. Natürlich, jeder hat seinen eigenen Stil. Ich sehe jetzt nichts, wo man sagt, das hat er schlecht gemacht und deswegen will ich das anders machen. Jeder hat seine eigene Arbeitsweise, seine eigene Herangehensweise und so wird sich auch meine rauskristallisieren, hat sich ja schon ein bisschen, aber wird halt mit der Zeit immer mehr in eine andere Richtung gehen. Ja, was die Hörer und Hörerinnen bei uns natürlich besonders interessiert, sind ja die Themen rund um die Mobilität und darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen mehr.
Ja, die Themen rund um die Mobilität interessieren unsere Hörer und Hörerinnen ja am meisten hier im Verkehrsradio. Deswegen möchten wir es natürlich nicht missen, unsere heutige Gästin Christine Dubowatz-Wiedholm, die Bezirksvorsteherin der Brigittenau, zu fragen, wie die konkreten Pläne punkto Verkehrssituation in dem Bezirk aussehen. Also prinzipiell haben wir ja einiges vor. Man hat es immer wieder in den Medien gelesen und ich habe es von meinem Antritt an weggesagt. Ein Thema jetzt in nächster Zeit wird auf jeden Fall die Wallensteinstraße sein und deren Umgestaltung. Das ist auch ein Projekt, das sich über mehrere Jahre ziehen wird, weil wir auf drei Teile die Umgestaltung vornehmen werden. Genauso will ich weiterführen wie mein Vorgänger, dass sämtliche Straßenräume, die saniert werden müssen, dann auch überprüft werden auf ihre Aufenthaltsqualität. Das heißt, Bäume dazukommen, Radfahreinrichtungen, was immer benötigt wird und sich vor allem ausgeht. Wir sind halt doch ein innerstädtischer Bezirk, das heißt auch vom Platz her sehr limitiert. Aber an und für sich sind wir halt auch ein, nennen wir es mal Transitbezirk, also wo auch Verkehr durch muss, um in Rest Wien zu kommen. Und das müssen wir halt berücksichtigen bei unserer Verkehrsplanung. Ansonsten haben wir auch noch einen Schwerpunkt, eben noch aus dem Vorjahr, was Fußgänger betrifft. Wir haben jetzt den Masterplan Gehen verabschiedet, wo es um die Fußgängerqualität, um die Aufenthaltsqualität im Bezirk geht. Und wir haben noch einige Projekte liegen, die jetzt, wenn es wieder wärmer wird, endlich umgesetzt werden können, seien das Zebrastreifenmarkierungen oder Verkehrsorganisationen, wo es halt wirklich auch um Arbeitszeiten geht für die Werkmeister und die Dienststellen, wo es halt warm werden muss, damit Farbe trocknet oder was auch immer. Sind das alles Projekte, die in diesem Jahr noch umgesetzt oder zumindest begonnen werden? Sind alles Projekte, die dieses Jahr noch begonnen werden. Ob sie fertig werden, alle dieses Jahr ist die Frage. Aber also es geht um die Gestaltung eines Schulvorplatzes, um die Weiterführung eines Radwegs, eben Straßenumgestaltungen. Also die To-Do-Liste ist auf jeden Fall voll. Sie ist lang und die Wünsche sind noch viel länger. Also nicht alles, was ich gerne machen würde, geht in einem Jahr. Wir sind halt wie auch budgetär. Wie in jedem Bezirk wahrscheinlich. Genau, budgetäre Grenzen gesetzt, aber ja. Wir werden weiter dran arbeiten. Ja, große Veränderungen passieren ja auch rund um den Nordwestbahnhof. Welche nächsten Schritte planst du da? Ja, es ist jetzt die UVP abgeschlossen, die Flächenwidmung wird demnächst durch sein und abgeschlossen sein. Und dann geht es tatsächlich schon ans Eingemachte. Also es gibt einen Bebauungsplan über die ersten paar Baufelder. Es wird ein Schulcampus gleich am Anfang gebaut. Es geht einmal darum, ein Grundgerüst für die Straßen, die dorthin kommen, zu errichten. Also wie Straßen dann ausschauen werden am Nordwestbahnhofgelände. Es wird ja auch keine Durchzugstraßen geben, sondern nur Stichstraßen. Was heißt das? Das heißt, man kann nicht von einem Ende ans andere innerhalb des Nordwestbahnhofs fahren, man kann aber überall zufahren. Es wird eine einzige Straße geben, die durchführt, die allerdings nur für Fußgänger, Radfahrer und eine neue Straßenbahnlinie. Das wird die verlängerte Wallensteinstraße sein, zur Dreisengasse hin. Und ja, auch Planungen wie die Parkanlage. Es wird eine 10 Hektar große Parkanlage kommen, die auch gleich von Anfang an mitgebaut wird, also nicht erst, wenn alle Bauträger ihre Häuser errichtet haben, sondern schon am Anfang. Und dann geht es natürlich auch um die sozialen Einrichtungen. Also wurde da auch von Anfang an sozusagen für alle Arten der Mobilität ein bisschen mitgedacht? Genau, ja. Schön, das hören wir gerne. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie dann das finale Ergebnis wird. Ja, und über das Straßenbild im 20. Bezirk, da sprechen wir auch gleich noch ein bisschen mehr drüber. Work-Life-Balance oder ähnliche Ausdrücke, das hört man ja immer wieder und da gehört natürlich auch die Lebensqualität dazu. Das ist ganz wichtig, auch für die Bewohner und Bewohnerinnen des 20. Bezirks. Gibt es Pläne? Wir haben ja jetzt schon einiges gehört, aber gibt es noch irgendwas, was zur Verschönerung, zur Neugestaltung, Plätze beigetragen werden soll? Gibt es da irgendwas in den Startlöchern? Also gibt es tatsächlich laufend. Wir haben jetzt gerade zwei große ÖBB-Baustellen auch im Bezirk. Auch hier wurde darauf geschaut, dass nachher nicht nur der Urzustand der Plätze hergestellt wird. Das eine ist der Maria-Restituter-Platz, also am Handelskä. Das andere auch gleich hier ums Eck in Wirklichkeit, in der Donaueschingenstraße. Ach wirklich? Ja, beide erhalten neue Platzgestaltungen bei den Eingangsbereichen.
Und genauso halten wir es bei Straßenbauprojekten. Es wird immer überprüft, auch mit dem Jugendparlament, wo ich jetzt gerade herumtoure, durch die dritten Klassen im Bezirk. Auch die sind da sehr eingebunden in die Parkgestaltungen, in die Umgestaltungen. Weil ist es den Leuten dann im Endeffekt, also kriegt man das mit im Feedback, ob es den Leuten wichtig ist, dass es auch schön ausschaut oder den, wissen Sie, was ich meine, die Ästhetik passt oder nur die Funktionalität? Hauptsächlich ist es die Funktionalität. Man kriegt es nur dann mit, wenn es den Leuten nicht gefällt. Okay. Also man bekommt es nicht. Man kriegt kein positives Feedback, ja, weil dann passt es eh, dann ist es ja schön. Wenn dann tatsächlich, und es kommt wirklich selten vor, aber wenn es dann mal zu modern wird zum Beispiel, das dürfte nicht ganz so gewollt sein von den Brigitte Neuerinnen. Gibt es ein Beispiel? Wir hatten eine Umgestaltung in der Heinzelmanngasse, wo wir auch Sitzgelegenheiten geplant haben und halt so sehr modernes, eine abstrakte Figur zum Sitzen, und wurden da einige Male angerufen, was das sein soll, und mit dem kann man nichts anfangen, und haben es dann im Endeffekt ausgetauscht gegen nicht ganz, aber doch klassische Sitzgelegenheiten in Form von Sesseln und einer Bank, weil es nicht angenommen wurde. Ja, man kann es nicht jedem recht machen, aber da weiß man wenigstens, was die Leute wollen. So ist es. Alles klar. Ja, wir sind jetzt schon fast am Ende unserer heutigen Sendung angelangt. Ein bisschen Zeit bleibt uns aber noch. Vielen lieben Dank auf jeden Fall schon mal, dass du dir die Zeit genommen hast und bei uns nochmal vorbeigeschaut hast. Jetzt haben wir natürlich schon über viele Projekte gesprochen, aber als Anrainer, Bewohner des 20. Gemeindebezirks, kann man es irgendwo auf dem Laufenden bleiben? Auf jeden Fall. Natürlich über die Medien, ja, vor allem über die Bezirkszeitungen, weil dort halt mit Fokus auf den Bezirk berichtet wird, aber auch auf der Seite der Stadt Wien, der Bezirksvorstehung. Und es gibt ja auch einen Livestream für die Bezirksvertretungssitzung, kann man auch über die Seite der Stadt Wien abrufen, und da ist man dann tatsächlich immer am Laufenden. Live dabei, also okay, genau. Gut zu wissen. Und du hast vorhin gesagt, die Modernität ist ein bisschen ein Problem. Falls jetzt irgendwas entdeckt werden sollte, was einem wieder zu modern ist, wo kann man sich dann hinwenden? Natürlich immer an die Bezirksvorstehung. Ebenfalls über die Stadt Wien-Seite sind alle Kontaktdaten da. Es gibt mich auch auf Facebook, Instagram, auch dort kann man mir eine Nachricht hinterlassen. Ja, einfach wenden. Oder zu wenig modern, vielleicht möchte ich zu ja jemand einsetzen. Zu wenig modern gerne auch, ja. Ja, und fragt sich, warum die tolle Sitzbank abmontiert wurde. Das kann ja alles sein. Wunderbar. Ja, und was bei uns natürlich auch immer möglich ist, ist, wir verwirklichen Musikwünsche. Und ich möchte dir natürlich auch die Möglichkeit geben, noch einen zu äußern und das mit unseren Hörer und Hörerinnen zu teilen. Wünschst du dir was? Ja, ich wünsche mir was. Ich halte es wienerisch und wünsche mir Leiwand von Benno. Sehr coole Nummer. Die spielen wir jetzt natürlich gleich für dich und alle zu Hause. Vielen lieben Dank, Christine Dubrowatz. Wie toll, dass du heute dir die Zeit genommen hast und bei uns zu Gast warst. Wir wünschen dir natürlich noch einen schönen Sonntag und allen unseren Hörern und Hörerinnen heute. Dankeschön.